Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender? Und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Gefecht bereit! Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Erwischt! Hier durchbrechen! Da! Feldgeschütz! Station voraus! Alle Mann bereithalten!
Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor. Helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Los! Panzer zerstört. Gute Arbeit. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner aufhalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Vorrücken und Verteidigung zerstören. Wir leiden Schaden. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? 12 Uhr! Vor uns! Strengen Sie sich gefälligst an! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Nein!
Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abwehren. Herz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Unsere Panzerung wird schwächer. Scheiße! Die Panzerung gibt nach! Bestätigt. Ziel neutralisiert. Geschafft. Das war der letzte. Sie haben es geschafft. Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Herz! Ja, Kommandant!
ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie nur kommen. Peter, wenn Sie so weitermachen, haben wir ein Problem. Der macht keinen Lux mehr. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herr Gott, noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Ja. Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Hartmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Los! Rücken Sie zu Boote, Jungen, in Wasser!
Treffer! Stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler.